La 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 la. Mein letztes Türchen. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sorgen manchmal überspiele. Und es ist soweit. Ich gehe zur Arbeit und muss meinen Gemütszustand überspielen. Sonst fangen die Kinder alle an zu weinen und die Kollegen, KollegInnen und die Reinigungskraft fängt an zu weinen, wenn ich so traurig bin. Aber ich kann es kaum noch zurückhalten, diese Traurigkeit. In wirklich 2 Tagen ist Weihnachten und Matthias wünscht sich die 100 Euro. Mein bester Freund Thomas Freitag will mir keine 100 Euro leihen. Und jetzt stehe ich da mit nichts in der Hand. Wirklich nichts. Also ich könnte Ihnen ein Bild malen. Aber ich glaube, er wäre enttäuscht, wenn der Weihnachtsmann ihm nur ein Bild malt. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich muss sagen, ich war wirklich immer nett im Leben und habe nie irgendwie Leuten wehgetan. Außer Beziehungen, die ich beendet habe, aus Frust. Nee, aber ich habe eigentlich nie Leuten wehgetan oder irgendwas. Und dann hilft mir hier keiner. Also, ich würde ja gerne auch an was Übernatürlichen glauben, ja? Wirklich jetzt. Denn sonst ist das Leben irgendwie sinnlos. Also, man lebt und ist tot und dann kriegt man nichts mehr mit? Hä? Was ist das für Scheiße? Also, wenn mir doch wenigstens einer ein Zeichen geben könnte, dass es irgendwie noch was, ein höheres Wesen gibt oder so und der gibt mir jetzt irgendwie 100 Euro. Aber nein, sowas gibt's ja nicht. Und deswegen... Hallo, hier ist der Weihnachtsmann. Immer weniger Menschen glauben an mich. Gerade jetzt in der heutigen Zeit fahre ich mit meinen Rentieren durch die Städte und sehe kaum noch Lichterketten an den Fenstern. Einerseits, weil Strom gespart werden muss, auf der anderen Seite, weil alle Weihnachten mittlerweile scheiße finden. Was ist denn da los mit euch? Ich gebe mir doch immer so viel Mühe. Okay, nicht so viel Mühe, denn es sind jetzt 8 Grad und also liegt nirgends Schnee. Aber ich probiere mein Bestes. Was will ich eigentlich sagen? Es wäre doch wieder mal schön, wenn ihr irgendwie ja einen Baum in die Wohnung stellt. Muss ja kein echter sein, kann ja, also aus Plastik auch nicht, aber was gibt's denn da noch für Möglichkeiten? Vielleicht ein Baum aus Kerzenwachs, aber nicht aus Bienenwachs. Also irgendeinen Baum stellt ihr euch hin und schmückt den und dann kommt auch wieder zu euch die Weihnachtsstimmung. Ich musste leider Benjamin jetzt vernichten, denn der ist völlig unverschämt. Natürlich schenke ich dem Matthias 100 Euro. Dafür bin ich ja da. Und ich mag das nicht, wenn mir nachgesagt wird, dass ich irgendwie scheiße bin.
deswegen wünsche ich den Hörern jetzt allen eine schöne Weihnachtszeit und macht wenigstens irgendwie, singt mal ein Lied zusammen und dann ist alles wieder gut. Oh, die Abspannmusik, ich höre sie ganz leise. Das ist doch ein tolles Lied, was man zusammen in der Runde singen könnte. Ich finde übrigens insgesamt, war das der schlechteste Adventskalender, der je produziert wurde. Also nicht nur in dem Rotz- und Wasser-Universum, sondern generell. Aber gut, euer Weihnachtsmann. Eine Rotz- und Wasser-Produktion.